Ist das ganze Thema Umsatzsteuer für dich immer wieder so ein bisschen undurchsichtig und es entstehen immer wieder Fragen? Dann schau dir dieses Video unbedingt einmal genau an, denn wir schauen uns das ganze System der deutschen Umsatzsteuer einfach mal ein bisschen genauer an. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und zugegebenermaßen gibt es immer wieder Verwirrung und auch falsche Grundannahmen zum Thema Umsatzsteuer. Dabei ist das grundlegende System hinter dem Umsatzsteuerrecht und hinter der ganzen Berechnung ziemlich einfach. Und wenn man die grundsätzlichen Prinzipien mal verstanden hat, dann ist das Ganze auch gar nicht mehr so schwierig. Deswegen schauen wir uns das jetzt mal ganz im Detail an. Ein Punkt nur vorweggenommen: Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer ist exakt das Gleiche. Im allgemeinen Sprachgebrauch und auch in der Presse wird ganz häufig immer von Mehrwertsteuer gesprochen. Der rechtlich richtige Begriff ist aber die Umsatzsteuer, aber es gibt da auch keine Unterschiede, das ist einfach genau das Gleiche. Das bedeutet, all das, was ich jetzt über die Umsatzsteuer erkläre, ist natürlich auch eins zu eins das Gleiche für die Mehrwertsteuer, es ist einfach nur ein anderer Begriff für genau das Gleiche. In Deutschland haben wir im Wesentlichen zwei unterschiedliche Steuersätze und es gibt auch einige Umsätze, die steuerfrei sind. Das heißt, eigentlich kannst du dir merken, es gibt drei Möglichkeiten, wie hoch deine Umsatzsteuer sein könnte. Es gibt allerdings auch, und das möchte ich hier schon der Vollständigkeit halber einmal erwähnen, ein paar Ausnahmen, wo das anders ist. Im landwirtschaftlichen Bereich gibt es ein paar Besonderheiten, wo die Umsatzsteuersätze anders sind, aber auch zum Beispiel, wenn du im An- und Verkauf von gebrauchten Gegenständen bist, dann gibt es da auch sowas wie eine Differenzbesteuerung. Auch da wird die Umsatzsteuer ein wenig anders berechnet. Aber gehen wir mal von dem ganz klassischen und ehrlicherweise auch in Praxis 99% der ganz normalen Fälle aus. Dann reden wir ganz normal darüber, dass deine Leistung einen Preis hat und du einen gewissen Umsatzsteuersatz darauf aufschlagen musst. Und der Standardfall ist in Deutschland 19%. Das heißt, wenn es keine Ausnahmeregelung geben sollte, dann musst du deine Leistung, also deine Dienstleistung oder deine Produkte immer mit 19% Umsatzsteuer berechnen. Die erste Kategorie von Ausnahmen ist der ermäßigte Steuersatz. Das sind Umsätze, wo der Gesetzgeber gesagt hat, die sollen besonders gefördert werden. Das ist zum Beispiel im Bereich Lebensmittel. Die meisten Lebensmittel haben 7% Umsatzsteuer und dadurch werden die natürlich für den Endverbraucher entsprechend ein wenig günstiger. Andere Beispiele ist aber auch im Bereich Bildung, also Bücher beispielsweise, Zeitschriften oder Kultur wie Museum oder Theaterkarten, die haben alle 7%. Die sind so auch alle im Gesetz aufgelistet. Ich blende hier einfach mal ein paar ein. Die Liste ist definitiv zu lang, um sie jetzt hier einmal aufzuzählen. Aber das ist diese Kategorie, wo du 7% Umsatzsteuer erheben musst. Und dann gibt es noch eine zweite Kategorie an Besonderheiten, und zwar die umsatzsteuerfreien Umsätze. Das sind Umsätze, wo der Staat vermeiden möchte, dass sie unnötig teuer sind. Das heißt, da geht es ganz häufig schon um den, existenziellen Bereich, um es mal so zu sagen. Wie zum Beispiel dein privater Wohnraum. Deine Miete, die du an deinen Vermieter zahlst, die ist ohne Umsatzsteuer. Dein Vermieter ist natürlich sowas wie ein Unternehmer, aber der weist in dem Mietvertrag auch keine Umsatzsteuer aus, weil das im Umsatzsteuergesetz ganz klar so geregelt ist. Aber auch Umsätze von Heilberufen, also die allermeisten Umsätze von Ärzten, sind ohne Umsatzsteuer. Aber auch andere Umsätze, wie zum Beispiel Umsätze im Zusammenhang mit Versicherungen. Das heißt, wenn ich ein Versicherungsvertreter bin, dann sind meine Umsätze in der Regel auch steuerfrei. Ich blende auch zu den steuerfreien Umsätzen einfach noch mal ein paar hier ein. Das sind Umsätze, wo du gar keine Steuer abführen musst. Allerdings, in den allermeisten Fällen hast du dann auf der anderen Seite auch keinen Vorsteuerabzug. Wenn ich beispielsweise Hebamme wäre, dann sind meine Umsätze steuerfrei. Das bedeutet allerdings auch, dass ich die Umsatzsteuer, die ich an meine Dienstleister und Lieferanten gezahlt habe, nicht geltend machen kann. Das heißt, bei ganz, ganz vielen Umsätzen, die steuerfrei sind, führt das dann dazu, dass ich auf der anderen Seite auch keine Umsatzsteuer irgendwie geltend machen kann und diese Vorteile dann nicht mehr habe, die andere haben, die Umsatzsteuer ausführen. Der häufigste Fehler, der im Kontext der Umsatzsteuer passiert, ist das Verwechseln von Brutto und Netto. Und ich erkläre das mal anhand eines Beispiels. Weil viele Leute denken, dass sie von einem Rechnungsbetrag 19% Umsatzsteuer zahlen. Das stimmt so allerdings nicht. Gehen wir mal davon aus, du machst eine Beratungsleistung und die kostet 1.000 Euro. Und jetzt schreibst du eine Rechnung und nimmst natürlich diese 1.000 Euro, das ist deine Arbeit gewesen, und du schlägst auf deinen Preis die 19% drauf. Das heißt, du rechnest nicht irgendwie deine Leistung noch runter, sondern du hast erstmal deinen Preis. Das ist der Nettopreis, das ist deins. Das ist quasi der nette Anteil von dem Preis, der Nettopreis. Das ist das, was du bekommst. Und dann nimmst du den Umsatzsteuersatz, den du da drauf rechnest. In den meisten Fällen 19%. Das heißt, du rechnest auf deiner Rechnung 1.000 Euro
plus 19% Umsatzsteuer sind 190 Euro und dann hast du einen Bruttobetrag von 1190 Euro. Und das ist auch der Preis, den du von den Kunden bezahlt bekommst. Natürlich, diese 190 Euro, die behältst du ja nicht, die führst du dann an das Finanzamt ab und die 1000 Euro bleiben dann am Ende in deiner Tasche. Wenn wir jetzt allerdings die Umsatzsteuerhöhe aus dem Bruttopreis berechnen wollen, dann sind das ja keine 19%, weil hier reden wir ja von den 190 Euro und der Bruttopreis ist ja 1190 Euro. Das heißt, wir rechnen, um die Umsatzsteuer herauszubekommen aus dem Bruttopreis, 190 Euro geteilt durch 1190 Euro und das sind ungefähr 15,9%. Das heißt, bei einem vollen Steuersatz von 19% ist der Prozentsatz vom Bruttopreis ungefähr 15,9%. Deswegen ist es übrigens auch falsch, wenn MediaMarkt behauptet, dir die Umsatzsteuer zu schenken und den Preis einfach um 19% reduziert. MediaMarkt darf dir diese Umsatzsteuer nicht schenken, sie reduzieren einfach nur den Preis um 19%, was aber inhaltlich eigentlich falsch ist, weil richtig wären eigentlich 15,9%, weil sie reduzieren den Preis ja vom Bruttobetrag. Du als Selbstständiger solltest dir sowieso angewöhnen, dass du immer nur mit Nettopreisen rechnest. Sowohl bei deinen Preisen als auch bei deinen Anschaffungen. Weil die Umsatzsteuer, die wandert ja eh sofort an das Finanzamt. Das ist nur ein durchlaufender Posten, von dem du überhaupt gar nichts hast. Das heißt, wenn du diese Beratungsleistung hast, dann rechnest du halt die 1000 Euro und die 190 Euro drauf, die sind vollkommen egal. Das gleiche gilt natürlich auch bei deinen Anschaffungen. Wenn du ein neues Smartphone kaufst, dann ist der Bruttopreis, den du tatsächlich im Laden oder im Online-Shop los wirst, vollkommen irrelevant. Viel interessanter für deine Buchhaltung ist immer der Nettopreis, weil diese Umsatzsteuer, die holst du dir sowieso vom Finanzamt wieder. Jetzt habe ich schon so viel darüber erzählt, dass du irgendwie Umsatzsteuer bezahlen musst, abführen musst und dir was wiederholen kannst und so weiter. Doch wie läuft das eigentlich? Was machen wir eigentlich, während wir Buchhaltung machen? Und das ist ziemlich interessant. Du rechnest ja in all deinen Rechnungen Umsatzsteuer mit rein. Das heißt, ein Teil der Gelder, die du von deinen Kunden bekommst, ist ja immer die Umsatzsteuer, die du in deine Rechnungen geschrieben hast. Beim Beispiel, beim Beratungsumsatz von 1000 Euro netto, sind das die 190 Euro Umsatzsteuer. Und dieses Geld bekommst du ja von deinem Kunden überwiesen. Allerdings hast du ja nicht nur auf der Einnahmenseite Umsatzsteuer, sondern auch auf der Ausgabenseite. Für all deine Kosten, die du da hast, wie zum Beispiel ein neues Smartphone, Bahntickets, vielleicht ein Auto, was du kaufst, ein Homeoffice, hast du bestimmte Kosten, die du irgendwie absetzen kannst und so weiter. Alle Kosten, die du irgendwie hast, da ist in den allermeisten Rechnungen ja auch irgendwie Umsatzsteuer mit drin. Vollkommen egal, wo du es hast. Du hast dann irgendeine Rechnung, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, du brauchst eine korrekte Rechnung, um diese Umsatzsteuer irgendwie in deiner Berechnung zu berücksichtigen. Und diese ganzen Beträge, die du gezahlt hast an andere, die rechnest du auch zusammen. Und die Bezeichnung für diese Umsatzsteuer, die du gezahlt hast, das ist Vorsteuer. Und dann hast du eigentlich zwei Töpfe. Einmal den Topf der Umsatzsteuer, die du von deinen Kunden bekommen hast und einmal die, ja, ich würde mal sagen, ausgehende Umsatzsteuer, die wird Vorsteuer genannt. Und dann rechnest du diesen Umsatzsteuerbetrag minus den Vorsteuerbetrag und diese Differenz, die überweist du dann an das Finanzamt. Das ist dann deine Umsatzsteuerzahllast. Was natürlich sein kann, vor allen Dingen dann, wenn du höhere Kosten hast, als du Einnahmen hattest, aber auch wenn du jetzt investierst beispielsweise, dann kann das ja durchaus sein, dass der Vorsteuerbetrag höher ist als der Umsatzsteuerbetrag. Das führt dann immer dazu, dass das Finanzamt dir tatsächlich diesen Betrag überweist. Und diese ganze Berechnung, also die Umsatzsteuer minus die Vorsteuer, ist dann die Zahllast oder der Erstattungsanspruch, das ist ehrlicherweise der Grund, warum du deine Buchhaltung machst. Das ist nahezu der einzige Grund, warum man irgendwie laufend noch seine Buchhaltung machen sollte, genau für diese Meldungen. Und das Ganze musst du machen für bestimmte vordefinierte Zeiträume. Und das unterscheidet sich so ein bisschen. Es gibt eine Möglichkeit, das monatlich zu machen, quartalsweise zu machen oder aber auch nur einmal im Jahr zu machen. Und dann machst du das immer für diesen Zeitraum, rechnest die Umsatzsteuer zusammen, die Vorsteuer und so weiter. Das kannst du dir aber nicht aussuchen. Denn deine Frequenz richtet sich danach, wie hoch war denn die Umsatzsteuerzahllast im vergangenen Jahr. Das heißt, das Finanzamt geht dahin, guckt sich die Zahllast für das vergangene Jahr an und legt dann basierend darauf deine Voranmeldefrequenz fest. Wenn deine Zahllast im gesamten letzten Jahr unter 1000 Euro lag, dann reicht es dem Finanzamt vollkommen aus, wenn du das einmal im Jahr machst. Das heißt, dann berechnest du die Umsatzsteuer minus die Vorsteuer halt für das ganze Kalenderjahr und zwar im Rahmen der Umsatzsteuerjahreserklärung. Wenn die gesamte Umsatzsteuerzahllast des letzten Jahres zwischen 1.000 und 7.500 Euro lag, dann musst du die Voranmeldung, also diese ganze Berechnung, die ich genannt habe, quartalsweise machen. Zum Beispiel fürs zweite Quartal, für die Monate April, Mai und Juni.
Das heißt, diese Monate rechnest du zusammen, alle Umsätze, alle Ausgaben und dann hast du die Zahllast oder einen Erstattungsanspruch und das machst du dann einmal pro Quartal. Wenn die Zahllast im letzten Jahr aber über 7.500 Euro lag, dann machst du das Ganze monatlich. Das heißt, dann gehst du jeden Monat einmal hin, rechnest dir das ganze Ding aus und überweist den entsprechenden Betrag oder bekommst den erstattet. Das ist im Wesentlichen so, wie die ganze Umsatzsteuervoranmeldungen funktioniert. Aber nur weil du monatlich oder quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldungen machst, heißt es nicht, dass du nicht auch eine Umsatzsteuerjahreserklärung machen musst. Die musst du immer machen. Die ganz Aufmerksamen von euch werden sich jetzt aber überlegen, Moment, wenn ich monatliche Umsatzsteuervoranmeldungen mache, das heißt, ich erfasse jeden einzelnen Monat alle meine Umsätze und alle meine Ausgaben und der zugehörigen Umsatzsteuer natürlich und melde das ans Finanzamt und überweise den Betrag oder bekomme ihn erstattet. Was passiert denn dann, wenn ich jetzt das fürs ganze Jahr mache? Dann ist ja schon jeder Umsatz und jede Ausgabe einmal erfasst worden. Und damit hast du auch vollkommen recht. Wenn du unterjährig 100% sauber gearbeitet hast, immer alle Einnahmen und Ausgaben angegeben hast und richtig erfasst hast, dann ist die Umsatzsteuerjahreserklärung kein großes Ding mehr. Das ist einmal nochmal eine zusammenfassende Meldung für das ganze Jahr und dann kommt auch keine Nachzahlung oder Erstattung mehr in der Umsatzsteuerjahreserklärung. In der Praxis ist es allerdings schon mal so, dass man die eine Rechnung links oder rechts vielleicht vergisst oder, keine Ahnung, die Tankquittung erstmal im Handschuhfach vergisst und dann hast du in der Jahreserklärung theoretisch noch die Möglichkeit, diese Belege reinzupacken. Allerdings erkennt man an der Umsatzsteuerjahreserklärung auch schon immer ganz gut, wie akkurat unterjährig gearbeitet wurde. Und das kann ich dir natürlich dringend ans Herz legen, dass du idealerweise alle Umsätze und Ausgaben schon unterjährig erfasst und dann hast du auch keinen Stress mehr mit der Umsatzsteuerjahreserklärung. Ich weiß, dass das jetzt relativ viele Informationen auf einmal waren. Ich hoffe aber, dass du dadurch ein wenig einen besseren Überblick darüber bekommen hast, was du da eigentlich die ganze Zeit in deinem Buchhaltungsprogramm rechnest und was eigentlich der Hintergedanke hinter dieser ganzen Umsatzsteuerregelung ist. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann wirklich ermutige ich dich nur dazu, unter diesem Video einfach mal eine Frage zu stellen und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn es da viele Fragen gibt, dann nehme ich da auch gerne nochmal ein Q&A-Video zu auf, wo ich ganz speziell diese Fragen nochmal beantworte. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass du dir jetzt denkst, dass das irgendwie ziemlich viel Arbeit ist und dass sich das leider nicht ganz von alleine erledigt. Und da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Gott sei Dank gibt es aber Experten, die dir genau diese nervige Arbeit mit Umsatzsteuervoranmeldung, Umsatzsteuerjahreserklärung und so weiter abnehmen. Zum Beispiel Steuerberater. Wir sind zum Beispiel so ein Steuerberater. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und machen gern deine Umsatzsteuervoranmeldung und deine Umsatzsteuerjahreserklärung und auch alles andere, was du zu tun hast. Alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir genau weiterhelfen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Aber du kannst uns natürlich auch erstmal ein bisschen näher kennenlernen, indem du die anderen Videos anschaust auf diesem Kanal, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.